Hallo, wir sind Karen Böttcher, Modeexpertin und Stylistin. Und Simone Standl, Journalistin und Moderatorin. Wir sehen, wir Frauen sind zu wenig sichtbar, nicht nur auf Führungsebene. Frauen kommen generell zu wenig zu Wort in der Öffentlichkeit, viel weniger als Männer. Bist du nicht sichtbar, findest du nicht statt. Und deswegen haben wir ein klares Ziel. Wir wollen Frauen sichtbar machen. Frauen in unserem Alter sind kompetent, haben Lebenserfahrung und sehen gut aus. Ja, und damit wir noch besser aussehen, haben wir das Thema heute gewählt, und zwar Business Look. Neu und individuell. Individuell ist in diesem Fall betont und wichtiger. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich im Internet Business Look eingebe, kriege ich hunderte von Hosenanzügen, Kostümen, Blusen angeboten und ich bin dann eher verwirrt. Unser Ziel ist heute, ja, uns Frauen stilsicher im Business zu machen. Karen, manche Frauen kommen in Jeans und T-Shirt ins Büro, andere im Kostüm, im Hosenanzug. Was ist eigentlich ein Business Dress Code? Ja, der Business Dress Code ist auf jeden Fall eine Orientierungshilfe für Menschen, die sich für ihr Business anziehen müssen. Es ist branchenabhängig auf jeden Fall. Also jemand, der in der Bank arbeitet, wird sich anders kleiden als jemand in der Kreativbranche. Es ist aber auf jeden Fall auch ein Mittel zum Zweck, um auch den Stil zu zeigen. Also man sollte auf jeden Fall die Individualität da auch sehen und in den Vordergrund drücken und sich Mühe geben, nicht nur einfach in der Formalität zu bleiben. Auf individuell kommen wir gleich nochmal. Nehmen wir mal gleich mal ein ganz praktisches Beispiel, den Hosenanzug. Was ist da gerade angesagt? Ja, die jungen Berufseinsteigerinnen geben sich der Konvention hin und sind so ein bisschen konventionell unterwegs. Das heißt, das Sakko sitzt immer noch so, wie es früher saß, leicht tailliert. Die haben dann irgendeine Hose an und vor allem auch irgendeinen Schuh, weil der muss ja auch bequem sein, so über den Tag. Aber das ist eigentlich schade, weil da hat sich ja viel getan. Wir sind ja jetzt in den 80ern unterwegs, die Bläser werden mehr oversized und es ist auch schön, dazu mal eine weite Hose zu kombinieren. Gerne auch zu einem Sneaker, aber es geht natürlich auch die Zigarettenhose. Da kann man so ein bisschen den Knöchel sehen, die endet ja kurz vor dem Knöchel und da kommt der Pumps ins Spiel. Der Pumps ist ja wieder total angesagt, aber ins Büro wollen wir ja immer noch mit dem Sneaker gehen, weil die Füße können wir uns dann später ruinieren. Also zum Meeting dann den Pumps anziehen und vorher den Sneaker, aber dieser Look, dieser komplette Look ist eigentlich sehr schön. Ja, der ist einfach neu und das ist, glaube ich, das, was wir alle versuchen sollten. Und der neue Look heißt nicht immer, muss super teuer sein. Da können wir nachher gleich nochmal drauf eingehen und ein paar Tipps geben. Bleiben wir erstmal beim Hosenanzug. Jetzt habe ich die Hose, weiß ungefähr, welche Hose, welchen Schnitt, die Jacke. Was ziehe ich drunter? Ja, die Bluse ist auch so ein bisschen von gestern. Also neu ist auf jeden Fall das T-Shirt. Man sieht es hier, das ist ja schön. Wir beide haben uns schon im Business-Look gekleidet. Mhm. Das T-Shirt sollte halsnah enden. Das ist wichtig. Also es ist so eine Modernität auch, die da rüberkommt. Also die ganzen jungen Menschen tragen ja alle gerade. Also das T-Shirt ist überhaupt das Teil, was man trägt. Das tragen wir also auch. Wenn man möchte, kann man natürlich auch immer noch mal so ein Druckprint irgendwie etablieren. Also Simone macht das sehr schön vor. Das ist toll, weil man da auch eine Botschaft drüber bringen kann, ne? An den Chef oder an die Kollegen. Also man könnte da, ne, sich auf jeden Fall hervortun, sage ich mal. Man kann sich ja auch was ausdenken und das T-Shirt bedrucken lassen. Das ist dann jeder Frau ja unbenommen, ne? Kann dann jeder machen, wie er will. Jetzt ist das ja schon sehr individuell. Da haben wir ja gesagt, gehen wir gleich nochmal drauf ein. Warum ist individuell sich kleiden oder sein so wichtig? Ja, das zeigt einfach Kompetenz. Also indem ich verstehe, mich auf der Höhe der Zeit zu kleiden, ja, sage ich auch, ich kann auch meinen Job. Also das ist ganz wichtig. Also jemand, der gestrig aussieht, dem glaubt man vielleicht auch die Inhalte nicht. Also das ist schon wichtig auch, dass man optisch schon mal sagt, hier bin ich. Das ist auch ein Alleinstellungsmerkmal. Also indem man sich wohlfühlt in seinem Outfit, ist man auch überzeugend. Mhm. Kommen wir zu Farben. Damit kann man auch überzeugen, oder? Ja, auf jeden Fall. Im Grunde genommen war es früher so, dass man gesagt hat, je höher die Hierarchie, desto dunkler ist die Farbigkeit. Aber eigentlich hat sich das geändert. Also wir vor allem als ältere Frauen wollen gerne auch auffallen und das kann man sehr gut durch Farbe. Also indem man
knallrot daherkommt, vielleicht auch ganz schwarz oder grün, kobaltblau, das sind ja auch die Farben der 80er, die wir jetzt gerade haben. Das ist sehr schön, einfach darauf einzugehen. Und man stellt sich vor, man macht die Tür zum Meeting auf und steht da in knallrot. Wir werden dadurch sichtbar. Definitiv. Genau. Du hast ein paar Schuhe, hast du schon genannt, aber es gibt noch so andere Trends. Also man kann auch relativ viel kombinieren zum Hosenanzug, oder? Ja, natürlich. Man macht ihn elegant, indem man eben den Pumps anzieht. Aber das ist ein Fußproblem. Also könnte eins werden, zumindest wenn man es lange tut. Schön ist auch der Kittenheel. Das ist die kleine Schwester, ist süß, ne? Die kleine Schwester vom High Heel, also nur halb so hoch. Natürlich dann auch entsprechend bequemer. Wir haben den Slingback Pumps. Das ist vorne geschlossen. Das ist eigentlich der Ballerina. Mhm. Genau, ist ganz flach. Der Ballerina ist vorne geschlossen, auch gerne spitz und hinten offen. Also Slingback heißt immer, Ferse guckt raus. Der Loafer fehlt noch. Der ist ja auch wieder ganz aktuell für Frauen. Und der heißt, unser Lieblingswort, Schlupf, halb Schuh. Wunderbar, ich liebe es. Ich habe mich schon drauf gefreut. Und Kitten Heels sind ja, das sind meine Lieblingsschuhe, weil die ja hinten offen sind. Was ist denn mit vorne offen bei Schuhen? Ja, das ist auch wieder eine Frage der Branche final und natürlich des Sommers. Aber je höher die Hierarchie, desto weniger zäh. Ich würde sagen, wenn der Fuß nicht perfekt pedikürt ist, sollte man vielleicht darauf verzichten. Also grundsätzlich in Branchen, wo man sich eher formal kleidet. Das ist natürlich völlig anders, sag ich mal. Ne? Kreativbranche, da kann man auch im Birkenstock daherkommen. Also es hängt wirklich sehr davon ab, wie man unterwegs ist. Dazu könntet ihr uns gerne mal die Kommentare schicken, eure Kommentare, weil das sind Erfahrungswerte. Ne? Je nach Branche, was ihr für Schuhe cool findet und womit ihr da im Business aufschlagt. So, jetzt haben wir Anzug, Schuhe, was ich unterm Anzug anhabe. Was ist mit Kleidern, Karen? Ja, das Kleid ist vor allem im Sommer schön. Da kann man das Hemdblusenkleid in Betracht ziehen. Hemd, Bluse impliziert ja schon so ein bisschen Business. Das heißt, also da ist man auf jeden Fall richtig aufgehoben. Die gibt es in einer sehr wohlfühligen O-Silhouette. Also das heißt, es ist eigentlich im Prinzip eher ein großes Hemd. Das ist sehr schön. X ist aber auch angesagt. Das heißt, das betont die Taille wieder, ist zum Binden und hat so ein bisschen so einen 50er-Appeal. Das finde ich sehr angenehm, das kann man jetzt im Herbst dann auch mal mit einem Stiefel tragen. Es ist sehr angezogen, definitiv. Da machen wir bestimmt auch noch was drüber, schätze ich mal extra, wenn es dann soweit ist. Was ist mit Strümpfen, Strumpfhose? Ja, definitiv nude, zum Hautton passend und möglichst nicht glänzend. Also das ist ganz wichtig. Warum eigentlich? Weil es aufträgt? Oder ja, das ist einfach, es reflektiert und macht das Bein final dicker. Ich meine, ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, aber es ist nicht so schön einfach. Ne? Also wenn man einen Strumpf anhat, den man nicht sieht, ist das ja, also Nude-Strumpf anhat, den man nicht sieht, ist das ja immer die erste Wahl. Gern Herbst kann man da aber auch kontrastierend unterwegs sein und dann auch gerne mal mit mehr denn je. Das ist ja die Garnstärke. Wir können jetzt hier auch nochmal was lernen. Das ist ein schöner Begriff, denn je. Also das ist die Garnstärke. Also 40 denn je wäre im Winter oder Herbst angesagt, vielleicht auch sogar 60. Und im Sommer sollte es halt möglichst dünn sein. 10 oder 15 sind da angebracht. Was ist denn mit Wertigkeit, mit Qualität? Muss Kleidung immer teuer sein, damit sie auch gut aussieht? Also es gibt mit Sicherheit auch preiswerte Kleidung, die gut aussieht, erstmal. Aber wichtig ist ja, dass man langlebig damit umgeht. Also heißt, wenn es aus der Reinigung kommt, muss es immer noch gut aussehen. Wir sollten ja den Konsum einschränken und da macht es dann schon auch Sinn, teurer einzukaufen. Und da kann man durchaus in den Sale gehen und das sollte man auch tun. Weil wir denken ja immer an die Nachhaltigkeit. Absolut. Auch. Ne? Genau. Ja, dann sind wir doch schon fast am Ende, Karin. Oder hast du noch eine Botschaft? Ja, ich denke, Individualität ist natürlich immer ein Zeichen von Kompetenz. Daran sollten wir uns erinnern. Und Sicherheit ist immer angesagt, wenn man sich wohlfühlt. Und das in jedem Alter. Ja, ich glaube, das kann jeder bestätigen. Wenn ich denke, ich habe eine coole Klamotte an, trete ich ganz anders auf. Ja, wenn wir euch mit unseren Tipps helfen konnten, freuen wir uns natürlich. Dann läutet fleißig die Glocke, abonniert unseren Kanal, da freuen wir uns sehr. Und dann würden wir sagen, für heute erstmal tschüss. Tschüss.